sich die Frau Rechnungshofpräsidentin Doreen Kratter gemeldet. Bitte, Frau Präsidentin. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, ich will jetzt noch ganz kurz noch einmal doch auf den Bericht eingehen und dann natürlich noch sagen, es handelt sich um eine Prüfung des Rechnungshofes, die auf Wunsch des Nationalrates eben hier erfolgt ist, und zwar auf Wunsch der damaligen Präsidentin Barbara Brahma, die den Rechnungshof ersucht hat und es mitgeteilt hat, dass es den Fraktionen ein ganz wichtiges Anliegen ist, dass der Rechnungshof den weiteren Prozess begleitend kontrolliert. Ich denke, der Rechnungshof, das hat auch einem Wunsch der Präsidialkonferenz entsprochen. Es ging um die Frage der Beurteilung und Prüfung der Projektstruktur der Projektorganisation. Ich will jetzt gar nichts mehr sagen zu dem Thema dieser Wahlperioden, aber ich will nur sagen, die Präsidentin war es auch, die auch eine ähnliche Meinung vertreten hat im Hinblick auf fixe Wahlperioden. Aber es ist ein... Ich habe das verstanden, was Sie mir gesagt haben. Grundsätzlich der Gegenstand der ersten Überprüfung war das Planungsprojekt. Und diesen ersten Bericht haben wir im November 2012 vorgelegt. Auf Initiative der Präsidentin und nach Abschluss der von der Bauherrin Parlament im November 2015 freigegebenen Vorentwurfsplanung haben wir dann die zweite Gebarungsüberprüfung durch den Rechnungshof vereinbart. Und was ist das, wenn man den Rechnungshof holt? Aufgabe des Rechnungshofes ist es, einen externen und kritischen Blick auf ein Projekt zu werfen. Und dabei betrachtet man und bewertet man die gesamte Projektabwicklung und berücksichtigt natürlich auch die Besonderheiten eines Projekts. Und der Rechnungshof hat sich hier in ganz konstruktiver Weise eingebracht eben und will dem Parlament mit seiner Expertise zur Seite stehen. Es gab ein Stellungnahmeverfahren, es gibt die Stellungnahme der Parlamentsdirektion, wo explizit der kooperative Prüfvorgang auch des Prüfteams hervorgehoben wurde. Zusätzlich haben wir uns dem Bauherrenausschuss sind wir Rede und Antwort gestanden und auch dem Nutzerbeirat. Und ich gestehe zu, dass es nicht einfach ist, dieses historisch einzigartige Gebäude zu sanieren und dass das eine ganz wichtige Entscheidung von Ihnen ist, die Sie auch treffen. Diese zeitnahe Prüfung soll es ermöglichen, dass Empfehlungen des Rechnungshofes eben auch umgesetzt werden können. Im ersten Projekt gab es 145 Anregungen und ein Großteil dieser Empfehlungen wurden eben auch umgesetzt. Und mir ist es nur hier an dieser Stelle auch wichtig, Sie darauf hinzuweisen und aufmerksam zu machen, dass ich es eben für wichtig halte, dass die Anregungen sowohl des Rechnungshofes wie auch der Projektsteuerung und der begleitenden Kontrolle immer wieder berücksichtigt werden und eben auch ernst genommen werden. Wir sagen das mit den Reserven sozusagen aus unserer Prüferfahrung heraus und machen das auch sozusagen, weil wir glauben, dass sie mit fortschreitender Projekttiefe Reserven eben auch abgeschmolzen werden können. Wichtig sind uns stabile Kostenentwicklungen und eine ganz genaue Terminverfolgung. Der Rechnungshof muss Kritik üben und auf Verbesserungsbedarf hinweisen. Er kann dann nicht wegschauen, aber er hat sich ausdrücklich auch positive Dinge hervorgehoben. Er hat positiv die Projektorganisation und die Dokumentation der Vergabeprozesse beurteilt und er hat auch den Prozess der Freigabe des vertieften Vorentwurfs als sehr zweckmäßig und nachvollziehbar beurteilt. Ich kann Ihnen sagen, trotz des kritischen Blicks ist der Rechnungshof an Ihrer Seite. Ich denke, Sie beweisen mit der Sanierung des Parlamentsgebäudes politische Weitsicht. Eine Weitsicht nicht nur für die nächste Legislaturperiode, sondern für die nächsten 150 Jahre. Und zum Denkmalschutz kann ich Ihnen sagen, dazu gibt es einen eigenen Prüfbericht. Danke.